Heute zeige ich dir, wie du 25% mehr den Parasympathikus anregen kannst, damit du den Vagusnerv noch mehr stärken kannst. Vielleicht hast du schon gehört vom Schamnerv, dem Pudendusnerv. Der ist durchs viele Sitzen, ist im Bereich vom Gesäß auch sehr verspannt, schon unter Kompression. Und das ist eben nicht gut für diesen Nerv. Und dann zeige ich dir zwei einfache Übungen, wie du den immer wieder lösen kannst. Zwei Übungen aus dem Yoga, wo du immer wieder integrieren kannst in deine Yoga-Praxis. Ist auch gut für den Piriformis, dass du da einfach entspannt bist, wenige Kompression hast, auch für den Ischiasnerv. Wir beginnen gleich mit der ersten Übung. Das ist eine ganz einfache Übung. Vielleicht kennst du sie aus dem Yoga, dass du jetzt hier mal aufstützt, dann dehnst du hier die Plantarfaszie, vielleicht kennst du die Übung, und dann kommst du so nach vorne, wissen mit dem Gewicht nach vorne, und jetzt kommst du zurück und wenn es geht, nach unten. Wenn du da nicht nach unten kommst, kannst du etwas unterlegen, damit du hier eine Dehnung spürst im Gesäßbereich und wieder nach vorne, ein und wieder zurück. Aus, ein, wenn du nach vorne kommst und aus, ein, nach vorne und aus. Ja? Achte, dass du hier mit den Knien nicht nach außen bist, möglichst gerade, ein und aus. Spür, wie es hinten dehnt, einatmend, auf. Und aus. Und dann bleib einen Moment in dieser Position, halte hier so dich an der Matte. Und jetzt dehne hier im Gesäßbereich, kannst die Augen schließen so. Und dehne hier, schau, dass die Schultern entspannt sind, also nicht hochziehen. Dehne hier in der Achillessehne, aber vor allem im Gesäß, zieh ein bisschen. Dann wird die Dehnung stärken im Gesäß, Lumbalbereich. Raum schaffen für diesen Nerv, der den Beckenraum versorgt, wichtig auch für den Beckenboden. Einfach den Fokus hinten im Rücken, im Bereich vom Sakrum, Gesäßmuskulatur, Tiefe dort lösen. Das ist eine wundervolle Übung. Wenn du viel sitzt, dann löst die Übung. Und jetzt eine bekannte Übung aus dem Yoga, aber verschiedene Varianten, dass du da gut an diesen Schamnerv rankommst. Du nimmst den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel und jetzt gehst du einfach mal, hebst den rechten Fuß weg und jetzt gehst du ein bisschen nach außen, nach rechts und ziehst so ganz langsam etwas an, aus. Dann kommst du ein wenig in die Mitte, mit dem Knie in die Mitte kommen und ziehst wieder an, aus. Und dann kommst du mit dem rechten Knie noch ein wenig nach links und ziehst an. Dann wieder in die Mitte. Und so lösen wir natürlich auch in den verschiedenen Gesäßmuskeln. Dann wieder nach außen. Anziehen, die Mitte kommen, aus. Wenn dir das zu streng ist für den Bauch oder den Rücken, kannst du natürlich auch ein bisschen halten, mit den Händen hier rankommen, dann ist es einfach, am Schienbein halten. Immer wieder in den verschiedenen Positionen anziehen, die Mitte, aus. Nach außen, sanfte Bewegungen, aus, die Mitte. Und dann löst du mal. Streckst beide Beine aus und spürst jetzt nach im linken Gesäßbereich, da wo der Piriformis ist, aber auch noch Richtung Kreuzbein.
Haben wir jetzt gelöst, diesen Nerv, Raum verschafft. Und dann machen wir das auf der anderen Seite. Jetzt den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel. Ach, dass im Knie hier nicht schmerzt. Falls es unangenehm ist, kannst du den Fuß etwas weiter außen auflegen. Dann wieder in die Mitte kommen und ausatmen, etwas anziehen. Spüre auch die Bauchkraft, eine tolle Übung. Dann ein wenig nach außen, nach links und dann wieder ausatmen, ein wenig Druck geben, anziehen, spür, wie es hier dehnt in dem Gesäßbereich. Wieder in die Mitte kommen, anziehen, aus. Dann ein wenig nach rechts abdrehen. Du hebst jetzt ein wenig ab mit der Hüfte, das ist okay. Und aus, wieder anziehen. Spür die Bauchmuskeln in die Mitte kommen, anziehen, in, nach außen, ausatmen, anziehen, in die Mitte kommen. Wie gesagt, wenn es schwierig ist, kannst du auch einen Gürtel nehmen oder die Hände so zum Unterstützen, wenn es dir zu streng ist im Rücken, im Bauch so anziehen oder am Schienbein fassen. Mach das noch ein, zwei Mal. Verschiedenen Positionen anziehen. Und dann löse auch das rechte Bein, streck beide Beine aus. Und nimm die Hände auf den Bauch. Und spüre jetzt die Atmung. Und wenn wir diesen Nerv lösen, können wir eben das Parasympathikus nach 25% das Nervensystem mehr anregen. Und jetzt atmest du doch ein paar Mal ganz entspannt aus, um den Vagusnerv zu aktivieren. Aus. Ganz sanft ein. Und ganz sanft aus. Und schau, ob es dir jetzt gelingt, langsam auszuatmen. Und wieder sanft ein. Und dieses bewusste, langsame Ausatmen ist etwas, was uns wirklich runterfährt aus dem Stress in die Entspannung. Und dann löst die Hände und spür jetzt nochmal nach im Gesäßbereich, rechts und links. Ob sich da Spannung gelöst hat. Und wenn der Vagus aktiv wird, lösen sich auch verspannte Muskeln. Spür nochmal, ob es jetzt Muskeln gibt, die sich jetzt entspannen können. In den Schultern, im Rücken, wo es immer auch möglich ist, jetzt zu entspannen. Und wenn die Nerven wenige Kompression haben, dann können wir besser entspannen im Gesäß, im Rücken. Und dann öffne dann langsam die Augen und komme vorsichtig den Füßen wieder nahe ans Gesäß, rolle dich über die Seite hoch. Ja, das wünsche ich dir, dass du unten eben diesen Schamnerv immer wieder löst. Mit diesen zwei einfachen Übungen, das kannst du wunderbar im Yoga einbauen, auch wenn du viel sitzt. Und dann kann der Vagusnerv noch besser arbeiten. Und wir haben viele tolle Videos auf meinem Kanal.
und auch ein Vagus-Challenge-Kurs, wo viele Leute wundervolle Erfahrungen gemacht haben. Denn wenn dein Vagusnerv stark gestärkt ist und stark ist, bist du völlig relaxed, entspannt und kannst auch wunderbar schlafen. Und das wünsche ich dir immer wieder, einen starken Vagusnerv.